Hier haben wir wieder was von Cadbury, die Cadbury Milk Tray Double Layer. Ist auch wieder für England hergestellt, glaube ich. Hab ich bei Lebensmittel-Sonderposten bestellt. Sind die noch haltbar? Da, die haben halt viele Sachen drin, die kurz vorm Verfallsdatum sind. Aber ja, ich sehe da jetzt einfach mal gar nichts drauf. Okay, egal, ich werde es einfach probieren. Ich werde schon nicht dran sterben. Pull hier. Ja, okay. Pull hier war wohl nichts. Gut, dann machen wir sie mal hier auf. Oh ja. Cadbury macht richtig, richtig leckere Süßigkeiten, muss ich sagen. Hier im Laden habe ich die noch nicht gesehen. Aber ja, okay. Mal gucken, was das ist. Oh Gott. Ja, darauf. Oh, ich liebe. Oh, was ist das? Okay. Okay. Das sind so Pralinen-Dinger. Nein, Hund. Das sind keine Pralinen-Dinger für dich. Du kannst hiermit spielen. So, danke. Aber nicht essen. Danke. So, dann probieren wir mal als erstes mal die Herzchenpraline. Mal gucken, was da drin ist. Oh. Karamell Softy. Sehr karamellig. So, dann nehmen wir das Salted Caramel Charm. Oh Gott. Es ist so dermaßen hart. Aber Karamell ist ja mal genau meins. Das ist ein Love Token. Welches ist der Love Token? Den nehme ich, den in der Mitte. Oh, der ist aber ein kleines Ding. Einfach nur Milchschokolade. Huge Duet. Gott, mein Englisch ist so mies. Mal probieren. Vanille mit Milchschokolade. Das ist die Perfect Praline. Haselnusspraline, ja. Okay. Die ist jetzt nicht so besonders. Haselnuss-Swirl. Oh, oh, das ist eine Haselnuss. Komm, hör. Ja. Sind okay. Aber geht natürlich nichts über Karamell. Was haben wir hier? Hier haben wir noch. Wo ist es denn? Strawberry Temptation. Strawberry Temptation, komm zu mir. Was? Da ist viel Erdbeere drin. Dann hätten wir hier noch eine Surprise Parse. Schokoladentrüffel mit Milchschokolade. Okay. Ist jetzt nicht so besonders, aber kann man essen. So, jetzt haben wir noch das Trüffelherz. Ja. Auch okay.
kann man nichts sagen. War jetzt aber nicht so geil wie die Sachen, die ich in den Videos davor getestet habe, so wie Karamak oder wie hießen diese anderen Dinger nochmal, Karamell-Nibbles. Aber wirklich okay. Kann man sich bestellen, hat auch glaube ich nur ein paar Cent, ein paar Euro gekostet, 1 Euro und ein paar Zerquetsche, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag.